Also am Anfang waren wir schon so ein bisschen unsicher. Wir haben uns auch teils sehr verschätzt von der Planung her, haben uns das wesentlich leichter vorgestellt. Das waren so ein paar Momente, wo wir gesagt haben, am besten ja, lassen wir jetzt einfach alles. Lea und Benedikt haben sich den Traum vom eigenen Hof erfüllt. Vor knapp 2 Jahren kaufen sie eine Anlage in Dautphetal, die sie komplett umbauen. Das meiste davon macht das junge Paar selbst, um Geld zu sparen. Doch wie viel Arbeit, Nerven und Durchhaltevermögen ihnen das Projekt Kainhornland abverlangen wird, sehen die beiden nicht kommen. Erstes Problem, die Finanzierung. Wir waren insgesamt bei über 10 Banken und sind wirklich von Bank zu Bank gelaufen. Und ja, letzten Endes musste mein Papa noch mitbürgen. Und so ging es dann tatsächlich nur. Also ganz alleine hätten wir das auch nie hinbekommen. War halt schon frustrierend dann, wenn man sich alles überlegt hat, einen Businessplan geschrieben hat. Vor allen Dingen, man hat so anfangs diese Startemotion und diese Dynamik, die man hat. Und wenn man dann quasi das Geld nicht dafür kriegt oder für das Vorhaben nicht bekommt, dann staut sich das auch so ein bisschen zurück. 6 Mietwohnungen, einen Hightech-Stall für 30 Pferde und eine Reithalle haben die 2 auf- und ausgebaut. Es ist ein echtes Business, das sie neben ihren eigentlichen Jobs in einem Immobilienbüro aufgezogen haben. Also es waren viele Sachen, wo wir dann gemerkt haben, oh, das ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, wo wir hier stehen, der Paddock, dachte man einfach, okay, bisschen Wiese weg, bisschen ja, Schotter drauf, Platten gelegt und gut ist. Aber auch allein die ganze Technik, die hier hinter uns steht, da ist überall sind da Stromkabel, die da hingehen, teils Starkstromkabel, dann noch Druckluft. Das sind halt so Sachen, da haben wir uns als Laien im Prinzip auch erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Beide sind keine Landwirte. Benedikt wollte eigentlich nur ein paar Alpakas halten und Lea ihr eigenes Pferd endlich vor der Haustür stehen haben. Dass sich am Ende noch fast 30 fremde Pferde dazu gesellen würden, hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Also wenn man mir vor 5 Jahren gesagt hätte, du baust jetzt in 5 Jahren einen Pferdestall, hätte ich gesagt, nein. Trotzdem sind sie sich nach den Anlaufschwierigkeiten einig, den Hof zu kaufen war die richtige Entscheidung. Weil es doch Spaß macht zu arbeiten, auch mit den ganzen Gewerken. Auch wenn man mal ein paar schlechte Tage hat, aber die blendet das dann auch wieder aus. Und man sieht auch jeden Tag, dass es immer mehr und näher ans Ziel heranführend ist. Und ich denke schon, dass das eigentlich ja, eher Spaßfaktor ist. Ja, und auf jeden Fall jetzt inzwischen auch echt Erleichterung, weil es war schon viel Ungewissheit dabei, ob alles wirklich so passt, wie wir es uns vorstellen. Ja, und jetzt sind es ja wirklich nur noch ein paar Kleinigkeiten, die anstehen. Und ja, es ist halt einfach schön. Gerade jetzt halt auch, wenn man hier bei den Tierchen ist, da kommt man einfach runter und ja, es macht Spaß. Sie können es kaum erwarten, endlich auf den Hof zu ziehen. Ich freue mich einfach drauf, wenn wir jetzt hier wohnen, wachen morgens auf, gucken aus dem Fenster, sehen die Pferdchen laufen. Und so kann der Tag halt perfekt beginnen. Pferde, Felder, Landidyll. Ist das wirklich genug für junge Menschen? Meistens ist hier reger Personenverkehr. Ja, es wird halt einfach nie langweilig. Also es ist immer was zu tun, es sind immer Leute da. Also es macht Spaß. Der Traum vom eigenen Hof. Für Lea und Benedikt ist er, trotz vieler Herausforderungen, wahr geworden.